Zu unserem nächsten Thema, und das hat es in sich. Nach dem beschlossenen Atomausstieg ist die Lagerung des bisher angefallenen Atommülls in Deutschland immer noch unklar. Bei einer Diskussionsrunde im Landesmuseum Hannover war das Thema Endlagerung die alles bestimmende Frage. Gunther Wollny berichtet. Der niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel hatte am Montagabend Wissenschaftler, Historiker, Politiker und Politologen zu einer weiteren Runde der niedersächsischen Fachgespräche zu Fragen der Lagerung von Atommüll ins Landesmuseum Hannover eingeladen. Denn auch mit dem Ausstieg Deutschlands aus der Atomwirtschaft bleibt eine entscheidende Frage weiterhin unbeantwortet. Wie und wo lagern wir die hochradioaktiven Reststoffe? Vorträge und Diskussionen kreisten dabei immer wieder um die provokante Frage: Ist Deutschland ein hoffnungsloser Fall im Umgang mit dem Atommüll? Schon heute Abend hat gezeigt, dass es auch andere Länder gibt, wo es sehr problematische Entwicklungen gab. Und interessanterweise hat gerade unser finnischer Gesprächspartner auf Finnland verwiesen, obwohl man dort glaubt, schon sehr weit zu sein. Also die Debatte ist facettenreich und ich freue mich vor allen Dingen, dass man bei uns diskutiert, weil das ist die Voraussetzung, um am Ende auch Lösungen zu finden. Die Resultate eines interdisziplinären Austauschs über Lösungen in anderen Ländern, über eine vertiefte historische Aufarbeitung der Endlagersuche in Deutschland und über politisch-strukturelle Aspekte können der Endlagerkommission, die mit der Standortsuche für ein atomares Endlager beauftragt ist, wichtige Impulse geben. Niedersachsen hat dabei ein besonderes Interesse an einem baldigen Ergebnis bei einer in alle Richtungen offenen Standortsuche. Natürlich haben die anderen Bundesländer immer gedacht, das Problem wird mit Niedersachsen und in Niedersachsen gelöst. Und wir hatten das Gefühl, wir sind die Müllkippe der Nation hier, das Atomklo, wie es lange geheißen hat. Und deswegen sind wir natürlich höchst interessiert an Lösungen, die auch verantwortbar sind. Und dazu gehört auch die Suche an allen potenziell geeigneten Orten, mit anderen Worten in allen 16 Bundesländern, muss man sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Lösungen waren am Montag nicht zu erwarten. Wichtig dabei ist, im Gespräch zu bleiben, denn das Thema Lagerung hochradioaktiver Abfälle wird nicht nur unsere, sondern auch nachfolgende Generationen weiterhin beschäftigen.